Das heutige Replay of the Week ist mal wieder ganz klar in russischer Hand und hier heute jetzt der KV5. In dem Fall ist er Top-Tier, 8er, 7er, 6er Gefecht. Karte ist Malinovka und ja, ich denke mal, hier hat er die Mission 15, gehärteter Stahl. Und ohne zu viel spoilern zu wollen, aber die schafft er. Wie er das schafft, das sehen wir uns nun live an. Das Ganze ist auf der Karte Malinovka und in der Standardausführung. Er fährt schon mal sehr atypisch für einen Heavy. Heavys gehen ja dann doch eher so hier oben Richtung Berg oder bleiben hier unten. Aber diese Linie hier, die ist mittlerweile eher so den Mediums, beziehungsweise da sieht man häufiger die Mediums. Hier in dem Fall aber das ganz und gar nicht. Da ist jetzt ein gegnerischer IS, ein KV-85. Na gut, Nashorn natürlich auch dabei. Und Nashorn bekommt für diese Schelle gleich mal eine zurück. Und er muss hier dicke schon was einstecken, aber er teilt auch dementsprechend zurück aus. So, Kette ist wieder am Start. Und hier, er hört's, auf ihn prasselt da alles ein. Das ist ihm aber mehr oder minder egal. Jetzt fahrt er hier unter Richtung Wasser, dass er da oben nicht mehr so auf dem Präsentierteller sitzt. Kommt hier also jetzt zum KV-85. Hat ihn damit auch gekettet. Der musste jetzt die Ketten reparieren. Zieht sich zurück. DS steht und lauert. Aber da ging der Schuss in die Prärie. Muss jetzt nochmal neu ansetzen. Jetzt kann er den IS hier schön eine verpassen und kettet ihn. Er ist jetzt hier ganz klar an vorderster Front alleine. Und hält jetzt hier den IS super fest. Von hinterhalb spekuliert er auch ein OI, aber der klappt's nicht. Und er kann hier die ganze Zeit hier ihn ketten und macht den mit dem letzten Schuss, beziehungsweise dann mit einem Feuerinferno zunichte. So, jetzt muss auch mal der KV-85 weg. Auch der ist besiegt. Die Runde hat 2200 XP gebracht. Sensationelle Leistung. Und ich glaube, so langsam ahnen wir auch, wie es dazu kommen kann. So, jetzt ist der UI auch zerstört. Der KV-85 ist da ein schlechter Verlierer. Aber davon gibt es ja mittlerweile einige. So, jetzt auf den Churchill, auch den Kette da. Auch natürlich immer wichtig für den Spieler Unterstützungsschaden. Cromwell zieht sich da wohl zurück. Vielleicht hat er ihn damit noch getroffen. Das ist jetzt leider aktuell unklar. So, da hat's den nächsten hingerissen. Und hier AMX. Trifft da und er kriegt wieder die Abpraller. Der AMX hat sich jetzt da schön seitlich so hingefahren, dass er da gut drauf wirken konnte. Hinter ihm drückt er jetzt den anderen weg wie so eine kleine Schmeißfliege. Da sieht man einfach, was für eine Masse der KV-5 dann doch hat und wie viel Schüsse hier auf ihn niederprasseln. Das ist schon sagenhaft. Da ist jetzt der Tiger 2. Ohne Ausgaben wäre es eine Runde mit 190.000 Credits gewesen. Einfach Bombe. So, jetzt geht er wohl auf die Kommandantenkuppel. Nee, doch nicht. Probiert es nochmal unten. Klappt aber auch nicht so ganz, wie er sich es gerade vorstellt. Nimmt jetzt HE. Das ist so zumindest scheinbar der Plan.
und kettet ihn damit jetzt. Und hält da jetzt wohl an dieser Taktik fest, dass der Tiger zumindest sich da nicht mehr wirklich rühren kann. Damit kann man natürlich auch einen gehörig auf den Sack gehen. Jetzt hat er scheinbar die Ketten repariert, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so normal gewesen ist. Und hier jetzt den Cromwell auch nochmal mit einer HE-Stelle und jetzt lädt er die letzte HE-Granate und die kriegt der Tiger wohl nochmal ab. Genau. Und jetzt war es das auch schon. Genug HE. Jetzt gibt es wieder Premium in dem Fall. Ja, da hat der Tiger sich jetzt ein Stück zu weit rausbewegt, hat damit gut seine Seite offenbart. Jetzt kommt er aufs vordere Kettenrad gut drauf, muss nur aufpassen, jetzt wird er hinten nämlich umfahren, aber auch sein Team passt da gut auf. Und ja, durchs Fenster kann man nicht nur fenstern, sondern auch so einen Gegner eliminieren und das hat er hier perfekt gemacht. Und da der Tiger steht immer noch so da. Schön. Den nimmt man doch dann weiter mit. Und jetzt ist er wirklich weg. Der 7. Kill mittlerweile schon. Gegner gibt es hier hinten scheinbar gar keine mehr. Sind alle da Richtung Hügel bzw. Wald. Der KV-85 kriegt sich immer noch nicht ein über seine Zerstörung. Und da ist doch wieder was an Gegnern. Der T-71 und dahinter der AC-4. Ja, der T-71 ist zwar schnell, aber so schnell auch wieder nicht, dass er da davonfahren kann. Und da kriegt er noch einen und jetzt wäre potenziell in dem Bereich, um ihn auch aus dem Spiel zu nehmen. Geht er nochmal auf oder nicht? Da ist er. Ah ja, der T-71, der prallt hier ab. Gar kein Problem. Jetzt will er sich den endlich holen, deswegen fährt er hier wahrscheinlich drauf. Zeit wird's, dass der T-71 da mal die letzte Schelle bekommt. Da jetzt wenigstens dann halt den AC-4 und der ist wenigstens weg. Jetzt hat er auch mittlerweile nicht mehr viel Hitpoints. 356 und der T-71 ist hinter ihm. Kriegt dann nochmal eine rein. Jetzt prallt er ab und jetzt endlich ist er raus, macht seinen 9. Kill. Und dass er natürlich damit jetzt offiziell die Red Levolters hat, ist ganz klar einst Übererfüllung so gesehen. Jetzt nur nicht absaufen. Das war knapp. Da hat er es aber nochmal wissen wollen. Und jetzt will er hier den Spot bekommen auf den Rheinmetall. Und hätte auch gern den Killshot. Dafür hätte er jetzt übrigens gerne noch HE-Granaten, denke ich mal. Und leider war das nichts mit der Pool. Aber am Ende des Tages
war es eine sensationelle Leistung und er hat knapp 10.000 Schaden geblockt, hat 6.300 Schaden gemacht und auch nochmal 2.100 unterstützt. Also wenn das keine sensationelle Runde und damit ein Replay of the Week war, dann weiß ich es auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir einen Daumen da, Abo, Kommentar, Facebook, Twitter, Likes, was ihr halt so alles raushauen könnt. Bis zum nächsten Mal, euer Karamba.